Good morning, von dir ist Tag Nummer 18 in dieser Serie Jesus als Bäta. Nun, gestern habe ich angefangen zu reden von der Ursache, warum Jesus muss Fleisch und Blut werden. Korrekt, so wie wir sind. Er muss Fleisch und Blut werden, so dass er wird kein Sterben an unser Städt und du darfst die Kraft von der Sutton wahrnehmen. Nun, von dir habe ich wiedergehen mit diesen Gedanken, warum er muss Fleisch und Blut werden, so wie wir haben angefangen zu lesen in Kapitel 2, Vers 16. Dort sagt, er kümmert sich nicht um den Engel, aber um Abraham seine Nukum. Wo bedeutet, dort er sich nicht um den Engel kümmern wird, aber um Abraham seine Nukum? Und die Rahrung ist für Menschen, dort ist nicht für Engel. Der Engel mit der Sutum beigeteilt, wird jeden Gott gegeben werden, und wird gehören für das Gerecht. Du hast keine Rahrung für ihn. Die wollen gerecht werden, in Matthäus Kapitel 24, Vers 41, dort sagt, dort der Hall ist reu gemerkt für die Sultan und seine Engel. Dort ist du, der Engel ist bestimmt. Nur die Menschen können noch wählen, ob sie wollen du haben oder nicht. So die Rahrung ist für Menschen, nicht für Engel. Und dann sagt die Hizdor, dort ist für Abraham und seine Nukum, oder für Abraham seine Nukum. Abraham wird durchgestellt aus der Fuder von Glauben. Und all die, die im Glauben leben, die wurden genannt Abraham seine Kinder. So wurde hier so sagen, dass die Rahrung ist für all die Kinder vom Glauben. Das wird auch bedienen. Wir werden auch Vers 17 lesen. Du wegen musst er in alles so werden aus seine Brüder, dass er für an in seine Dienst vergaht, ein Trüe und Erbarmen mit der hohen Priester sein kann und die Sinnen von den Menschen wahrnehmen. Wo wegen musst er und alles so wollen seine Brüder? Wegen der Rahrung wie für die Brüder. Und so er muss dann Krieg so wollen aus den Brüder, zum Erd raten. Dort warum? Und dann sage ich dort hier so, das ist das erste Mal, wo das Jesus nennt, der hohe Priester. Der hohe Priester, die waren die erste Priester im Judentum. Die waren genommen von manch den Menschen. Nicht der so bloß ein hohe Priester ab einmal sein. Die Luther in Israel werden du nach Mumaya, aber dort bin ich abrechtig, sollst du das heute tun. Du sollst bloß ein Hohepriester auf einmal sein in Israel. Und der Priester ihr Arbeit, dort wird zum Opfer bringen für die Menschen für Gott. Dort wird er abgerufen wir, und der Hohepriester hat einen besonderen Traum an diesen Dienst. Und wir wollen Luther im Buch noch viel mehr davon reden, von dem Priestertum, von den Hohepriester und auch von all den Opfern. Dort kommt Luther noch viel mehr. So wir wollen nicht zu viel Zeit spenden, bloß das an die Gedanken. Die Priester werden dort zum Opfer bringen vor Gott. Nun ist Christus gekommen aus einem Mensch und genommen von manchen Menschen, dort heute kann ein Hohepriester werden. Und nun hat er den Abruf, zum dort Opfer für Gott bringen. Dort wird er nicht dort an den Menschen ihrer Stadt. Nun wird er das Opfer bringen. Wenn wir dann auch lesen, Vers 18, dort sagt, wills er selbst ihr Leben haft und versorgt worden ist, kann er dort halten, der versorgt worden. Jesus kann unsere Versägungen und unsere Schwierigkeiten verstehen. Warum? Wegen er hat dort selber erfahren, aus sein Mensch hier auf Erde. Ich will gleich in einem Vers lesen, noch in Kapitel 5, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitfallen kann, aber einen, der in alles Krieg so versorgt worden ist, aus wie sind, aber ohne zu sinnen. Jesus ist versorgt worden, Krieg so ist und du, bloß er hat niemals gesündigt. Wie kann arm vertrauen? Wegen heiwi wellig zum kommen und leben krieg so wie und wohnen krieg so wie und alles durchgehen an unser Städt. So hier ist meine Frage für dich von dir. Fühlst du dich so, dass von Gott die nicht verstehen kann? Werbe du an denken, dass Jesus wie kommen, spezifisch, so dass heiwi kann dort durchgehen, wo wie durchgehen dann an unser Städt. Und er deutet, so dass wir können frei werden. Gott kann die Krieg verstehen. So möchte Gott dich segnen. Wir sehen uns morgens.